Die spanische Regierung will es einfach machen, offiziell die Geschlechtszugehörigkeit zu ändern und macht mit einem neuen Transgender-Gesetz den ersten Schritt, die fehlende Anerkennung der Rechte von LGBTQI+-Personen zu überwinden. Und in Frankreich hat sich auch was getan. Dort öffnet man nämlich die künstliche Befruchtung für Single-Frauen und lesbische Paare. Das und mehr habe ich jetzt für euch bei eurem Push-Update. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen zu Beginn gleich mal nach Spanien. Dort will nämlich die Regierung in Zukunft es einfacher machen, die Geschlechtszugehörigkeit offiziell zu ändern. Das spanische Kabinett hat dafür einen ersten Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. In dem Gesetzvorhaben können dann Menschen über 16 Jahre beim Standesamt ohne ärztliche Atteste eine freie Geschlechtswahl und Hormontherapie vornehmen lassen. Der Gesetzvorschlag kann im Parlament noch geändert werden. Wenn der Entwurf jedoch bestehen bleibt, können die gewünschten Änderungen der betroffenen Personen dann in bis zu 3 Monaten in amtlichen Dokumenten verankert werden. Innerhalb eines halben Jahres ist es noch ohne Probleme möglich, das ursprüngliche Geschlecht wieder anzunehmen. Danach müsste man dafür vor Gericht. Über das neue Transgender-Gesetz wird jedoch heftig diskutiert. Während sich die Linkspartei für das Gesetz einsetzt, bremsen die Sozialisten und auch Spaniens Feministinnen stemmen sich gegen das Gesetz. Von Spanien geht's weiter nach Frankreich, denn dort wird nun die künstliche Befruchtung für Singlefrauen und lesbische Paare geöffnet. Das umstrittene Bioethikgesetz ist ein Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron, das nach Umfragen mehr als 2 Drittel der FranzösInnen unterstützen. In anderen Ländern ist das bereits schon üblich, daher sind Singlefrauen oder lesbische Pärchen aus Frankreich bis jetzt ins Ausland gefahren, um sich mit Spendersamen befruchten zu lassen. Österreich ist in der Hinsicht noch sehr konservativ, denn bei uns ist eine künstliche Befruchtung für alleinstehende Frauen verboten. Auch in Frankreich gibt es konservative und kirchliche Gruppen, die gegen das Gesetz sind und mehrfach demonstriert haben. Ihr Argument, das Gesetz beraube Kinder eine Vaterfigur und bedrohe traditionelle Familienstrukturen. Wir bleiben beim Thema künstliche Befruchtung und kommen nun zu einer Meldung, die zuerst mal sehr skurril wirkt, aber auf den zweiten Blick eigentlich sehr berührend ist. In Australien hat sich eine Frau postmortal mit dem Sperma ihres toten Freundes befruchten lassen. Elidai Flack war 8 Jahre die Freundin von Alex Pullin, ein professioneller Snowboarder. Im Juli 2020 ist er mit 32 Jahren beim Speerfischen bei einem tragischen Unfall verstorben und jetzt, knapp ein Jahr später, ist seine Freundin von ihm schwanger. Den Ärzten ist es gelungen, gesunde Spermien aus dem toten Körper von Alex zu gewinnen und Elidai lässt nun die ganze Fan-Community an der Schwangerschaft teilnehmen. Auf Instagram schreibt sie, dass sie und Alex jahrelang von einem Baby geträumt haben und es damals auch schon versucht haben. Sie fühlt sich geehrt, endlich ein Stück ihres verstorbenen Freundes in dieser Welt willkommen zu heißen. Deutschland hat ein richtiges Skate-Nachwuchstalent. Skaterin Lilly Stephasius ist gerade mal 14 Jahre und ist die jüngste deutsche Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen in Japan, Tokio. Im Mai hat sie sich mit Platz 18 bei der Pro Tour im US-Bundesstaat Iowa einen der 20 begehrten Startplätze gesichert in der Disziplin Park. Lilly wurde schon davor 3-mal deutsche Meisterin und holte WM-Bronze und EM-Silber 2019. Zu den Olympischen Spielen geht es wegen Corona mit ihrem Papa Oliver, der auch ihr Trainer ist. Für Skateboarden ist es ja die olympische Premiere. Viele in der Szene heißen das eigentlich nicht so gut, weil Skateboarden laut ihnen etwas Gemeinschaftliches sein soll und kein Wettkampfsport. Skateboarden ist aber nicht die einzige neue Sportart heuer. Auch Klettern, Baseball, Karate und Surfen sind neu mit dabei. Wir alle lieben sie, die Erdbeere. Aber wisst ihr eigentlich, dass genau genommen die Erdbeere gar keine Beere ist, sondern eine Sammelnussfrucht? Wir waren unterwegs und haben mal nachgefragt, was denn so die Menschen über die kleine süße Frucht wissen. Es ist eine Form der Beere, aber sonst, warum ist es... Nein, nicht wirklich, also sorry. Die Erdbeere, weil sie auf der Erde wächst, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie eine Steinfrucht oder so, wegen den Kernen. Ja, stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt deshalb nicht mit den Beeren direkt verwandt ist, sondern eben mit anderen Gemüse, Obstsorten, was auch immer. Und dadurch eher sich das dann verbunden hat. Mhm. Eine gute Frage. Keine Ahnung.
Weil sie am Boden wächst, also relativ bodennahe wächst. Ne? Ich weiß es nicht. Die Erdbeere ist keine Erdbeere, sondern eine Nuss. Das weiß ich, weil es immer wieder mal so erzählt wird, als lustige Anekdote oder so. Wann schmecken Erdbeeren am besten? Richtig, an einem schönen, heißen Sommertag. Am besten auch noch irgendwo am Wasser, damit man sich immer wieder schön abkühlen kann, oder? Abkühlen haben sich auch diese Bären gedacht. Es war nämlich eine tierische Überraschung für die Strandgäste vom Lake Tahoe in Kalifornien. Allerdings weiß ich nicht, ob ich auch so cool reagiert hätte wie die Badegäste vor Ort. Ja, die Bärenfamilie, die schaut echt sehr, sehr süß und harmlos aus, aber sie sind halt irgendwie trotzdem noch Wildtiere und ich würde ihnen nicht zu nahe kommen wollen. Wie man auf dem Video sieht, hatten aber sowohl Menschen als auch Tiere einen richtigen schönen Badespaß gemeinsam und alles war gut. Anders sieht es da bei den Fiakerpferden in Wien aus. Die können sich nämlich nicht einfach irgendwo eine Abkühlung gönnen oder eine Pause machen, wenn es zu heiß ist. Denn Fiakerpferde haben erst ab 35 Grad Celsius hitzefrei. Aus den Reihen der Opposition sowie von Tierschutzorganisationen ist aber bereits wiederholt gefordert worden, dass die Gespanne schon ab 30 Grad pausieren müssen. Dieser Wunsch wird jetzt auch von der Stadt geteilt. Allerdings kann man dies nur mit dem Bund umsetzen, betont man im Rathaus. Die Standesvertretung der Wiener Fiaker hat die Forderung nach einem Berufsverbot abgelehnt, weil eine Studie von 2008 der Wettuni Wien festgestellt hat, dass die Pferde keine Überforderung bei der Hitze verspüren. Der Verein gegen Tierfabriken argumentiert jedoch, dass sich Pferde auf Weiden bei hohen Temperaturen sehr wohl ein schattiges Plätzchen suchen würden. Außerdem sind sie Flugtiere, die mitten in der Stadt unter Lärm und Abgasen ihre Runden fahren müssen. Dazu gibt es jetzt auch eine Petition, die ihr, wenn ihr wollt, auf vgt.at/4k unterschreiben könnt. Pferde hat es zwar bei der Hochzeit von Sophie Turner und Joe Jonas nicht gegeben, aber was man auf den Fotos so sieht, haben sie es ordentlich krachen lassen. Vor genau 2 Jahren haben sie geheiratet und zu diesem Anlass teilten Sophie und Joe noch nie gesehene Hochzeitsbilder. Und da hat wirklich nichts gefehlt. 2 wunderschöne Brautkleider hat sie getragen, ein romantischer Hochzeitstanz, eine mega, mega, mega Location in Südfrankreich und eine richtig royale Hochzeitstorte. Alles mit dabei. Die beiden haben sich ja 2016 angefangen zu daten. Knapp 3 Jahre später überraschten sie ihre Fans mit einer spontanen Hochzeit in Las Vegas und dann wurde im Mai die glamouröse Hochzeit inklusive traditionelle Trauung nachgeholt. Letztes Jahr bekamen die beiden dann auch ein Kind zusammen und zwar ihre kleine Tochter Villa. Die Schwangerschaft hat Sophie ziemlich gut geheim gehalten. Erst nach der Geburt hat sie dann Babybauchfotos nach und nach geteilt. Und das war's auch schon wieder mit Push. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich sag bis zum nächsten Mal. Boom. Boom, 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 boom.